Player want to fair fight, watch your heads, register boxing, touch us, and good luck. Das Deutschlanddebüt von Falin Condori, der Mann mit den bolivischen Wurzeln in der blauen Hose gegen Luca Genovese in den weißen Shorts. Super Bantamgewicht. Da wartet uns jetzt eine Temposchlacht. Ringfight zum Argon Ring. Round one. Hier unser Ringrichter Andreas Schweiger. Und hier unsere beiden Boxer. Und da schon mal die erste schöne Führhand von Condori, der in seiner Freizeit auch ein begeisterter Reiter ist. Also da wirklich auf den großen Hengsten auf Palma in der Natur herumreitet. Hier muss er sich jetzt selber als Hengst präsentieren im Ring und zeigt hier schon mal 2, 3, 4 gute Ansätze zu Beginn. Aber auch Luca Genovese natürlich mit Motivation hier angetreten. Der Beginn ausgeglichen. Das ist hier jetzt das erste Mal noch ein richtiges Abtasten. Klar, beide bringen Aktionen, Condori minimal mehr. Aber auch Genovese ist hier bisher hellwach und begeht hier keine schwerwiegenden Fehler. Da mal schöner Haken zum Körper und zum Kopf von Condori, der auch noch oft im Haus- oder familieneigenen Pub aushilft am Wochenende. Zeichnet sich selbst als Halbprofi und will Berlin zeigen, wer ist. Hier mal eine schöne Rechte im Ziel vom Spanier. Argon hat ja auch einen Standort auf Mallorca, wo die Boxer trainieren unter absoluten Top-Bedingungen. Und da war auch Falin Condori schon gern gesehener Gast im Sparring. Und so hat man sich kennen und schätzen gelernt. In der ersten Runde hat er bisher gute Ansätze gezeigt. Luca Genovese allerdings auch ein würdiger Gegner. Erste Runde in den Büchern, sehr, sehr ausgeglichen, mit leichten Vorteilen aus meiner Sicht für den Mann aus Palma. Einfach weil er etwas mehr Aktionen hatte. Die klaren Treffer blieben auf beiden Seiten hauptsächlich aus. Aber wie versprochen, gab es deutlich mehr Tempo als im Kampf zuvor. Natürlich im Superbantam. Da geht die Post ab. In der Ecke von Condori sehen wir Rafael Gual, den Trainer, der eben ein Freund ist von Ingo Volkmann. Ingo Volkmann, ja, der Gründer, Besitzer des Argon Boxstalls. So kam der Kontakt am Ende des Tages zustande. Jetzt schauen wir mal gespannt, was die zweite Runde hier bringt. Im vierten Gefecht des Abends, das Lächeln im Gesicht. Zur zweiten Runde. Condori auf jeden Fall noch da. Ah, da mal eine schöne Führhand, schöner Konter vom Spanier mit bolivianischen Wurzeln.
Genovese das ein oder andere Mal da richtig offen in der Defensive. Auch wieder guter Konter. Hat eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit in den Fäusten. Falin Condori. Boxt seit 13 Jahren. Ganz, ganz großes Kämpferherz, was da in seiner Brust schlägt. In dieser Runde hat er die klaren Treffer bisher. Verlegt sich jetzt aber auch zusehends darauf, die Angriffe des Italieners Luca Genovese, der in Cassino geboren wurde, würdig zu beantworten. Ah, schön aufwärtshaken nochmal. Jetzt wirklich gute Treffer von Condori, da hat er wirklich gezuckt, Luca Genovese. Condori schafft es immer wieder, diese Lücken, dieses minimale Fallenlassen der Führhand, jetzt auch wieder bei Genovese super auszunutzen. Jedes Zucken wird da wahrgenommen, ein Boxkampf, ja auch wie ein Schachspiel auf ganz, ganz hohem Niveau, eine minimale Bewegung. Und dann gibt es die Antwort des Gegners. In diesem Fall hat Condori aber noch deutlich mehr Figuren auf dem Brett. Dominiert diese zweite Runde jetzt deutlich und klar, wieder schöner Treffer. Luca Genovese langsam, aber sicher gezeichnet. Zweite Runde, auch abgeschlossen. Und wie ich bereits eben schon gesagt habe, das war jetzt aus meiner Sicht eine ganz, ganz klare für den spanischen Dompteur. Hier sehen wir einige Highlights. Er ist einfach extrem schnell mit den Fäusten, verfügt aber ein gutes Auge. Und hier diese heftige Serie von Aufwärtshaken, die ihn da kräftig durchgeschüttelt haben. Hier sehen wir nochmal, setzt sich gar nicht erst hin. Da hat jeder Boxer aber auch seinen eigenen Stil. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas zu bedeuten. Aber er kann hier gut und genüsslich durchatmen nach dieser Runde. Er muss nur genauso weitermachen. Seconds out. Der Mann aus Spanien. Ringfrei zur dritten Runde. Round 3. Was hat Luca Genovese, der Mann aus Italien, noch im Tank? Wirkt hier einfach, als hätte er zwei Stufen weniger der Matrix erkannt. Ist immer ein Ticken langsamer. Immer überrascht, wenn Condori da kommt. Einfach ein Stück weniger Distanzgefühl. Also in allen Belangen einfach dieses Quäntchen schwächer als sein spanischer Gegenüber. Und deshalb sieht er hier bisher überhaupt kein Land. Nächster schöner Aufwärtshaken des Spaniers, der auch nebenbei als Fitnesstrainer arbeitet, Falin Condori. Sein Bruder hat ihn damals zum Boxen gebracht und bis heute ist er dran geblieben. Wer hätte das gedacht, dass er hier mal einen Auftritt im Argon Sportpark abliefern kann? Aber das Leben schreibt solche Geschichten. Diese Runde jetzt wieder ein Ticken ausgeglichener. Aber es wirkt einfach so, als könnte Condori zu jedem Zeitpunkt des Gefechts am Tempohebel drehen und seinen Gegner dadurch in Bedrängnis bringen. Stabile Führhand.
durch die Deckung durch. Bei Genovese, der aber immer wieder zumindest den Angriff sucht. Pinabar dann auch würdig beantwortet bekommt. Schöne Kombination jetzt hier wieder von Manos Palma und Genovese fällt einfach zu wenig ein, um hier auf den Punktzettel mal ein Zeichen zu setzen. Letzten 25 Sekunden noch auf der Uhr hier im vierten Kampf. Als nächstes wartet auf alle Zuschauer die Schwergewichtshoffnung schlechthin in Deutschland. Krani Challa wird den Ring hier betreten. Der Mann aus Landshut will natürlich seinen nächsten Sieg einfahren unter der Argon-Flagge. Für Falin Kondori sieht es sehr, sehr gut aus. Dritte Runde. Und immer noch das Lächeln im Gesicht. Es wird aber auch von italienischer Seite wenig getan, um ihm dieses Lächeln aus dem Gesicht zu reißen. Er ist einfach stärker. Hier sehen wir nochmal einige Highlights. Findet einfach immer wieder diese Lücken, diese Momente, in denen er zuschlagen muss und es dann auch tut. Klare Sache bisher, aber der Kampf, er lebt ja noch seine zweite Hälfte. Seconds out, seconds out. Ring frei zur dritten Runde. Round 4. Der spanische Stier gegen den italienischen Gentleman. Runde 4. Aber in dem Fall bedeutet Gentleman nichts Gutes. Genovese zu passiv. Zu wenig aggressiv. Zu wenig einfordernd hier. Und Falin Kondori kann schalten und walten, wie er will bisher in diesem Gefecht. Da wieder eine wunderschöne Rechte über die Deckung drüber geschlagen, die da einen Tick zu viel fallen gelassen wurde von Genovese. Was kann er hier überhaupt machen? Er müsste vermutlich auf dem Punktzettel jetzt schon deutlich hinten liegen, wirklich mehr in die Offensive gehen, auch mal Kombinationen schlagen, der Italiener. Kommen ja hauptsächlich Einzelhände vom gebürtigen Mann aus Cassino. Er müsste es irgendwie mal schaffen, Kondori hier auch zu überraschen, weil natürlich gäbe es da Möglichkeiten, ihn nochmal zu überrumpeln, aber da fehlt einfach alles in allem das Tempo, vor allem bei Genovese. Kondori auch in dieser Runde wieder überlegt. Als leidenschaftlicher Reiter lebt er hier nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Gute Kombination, aber jetzt auch endlich mal ein Treffer von Genovese, will man sagen. Findet der Italiener hier doch noch seinen Mut. Jetzt mal zwei, drei Aktionen von ihm, die auch mal ihr Ziel finden. Kondori einen Moment unaufmerksam. Das wird natürlich bei dieser hohen Geschwindigkeit hier ganz, ganz schnell bestraft.
Es ist die ausgeglichenste Runde in diesem Gefecht. Trotz alledem immer noch leichte Vorteile aus meiner Sicht für den Spanier, der auch jetzt noch hier das Shake Hand anbietet und von seinem Trainer Javier Gual erneut eingestellt wird. Immerhin mal ein, zwei gute Aktionen von Luca Genovese. Man wünscht es ihm ja fast, dass er hier noch ein bisschen Selbstvertrauen tankt für die letzten zwei Runden. Und hier Falin Condori, der weiterhin da steht. Die Brust vor Stolz herausreckt und vermutlich hochführend in die fünfte Runde jetzt gleich reingeht. Seconds out. Könnte aber wieder mehr von dem zeigen, was er vor allem in Runde 2 offenbart hat. Diese schnellen Konter-Kombinationen geschlagen, mehrere Schläge wirklich am Stück ins Ziel gebracht. Das war mit Abstand seine beste Runde. Er wollte den Berlinern zeigen, wer er ist. Zwei Runden hat er dafür noch Zeit, Falin Condori. Der mit einigen schnellen Führhänden die Runde beginnt. Vielleicht aber auch von seinem Trainer gehört hat, du liegst nach Punkten vorne, du musst nicht mehr so viel riskieren. Stattdessen ist Genovese, der muss natürlich einiges riskieren, der geht hier weiter nach vorne. Kampf hat einfach alles in allem etwas an Spirit verloren. Genoveses Gesicht deutlich mehr gezeichnet als das von Condori, der jetzt mal wieder sowas auspackt, sowas Schnelles, eine Kombination. Wieder gute Führhand. Jetzt kommt wieder mehr vom Spanier. Genovese zeigt sich unbeeindruckt. Ihm fehlen aber, das muss man hier an der Stelle auch einfach mal feststellen, einfach die Mittel, um Condori mal ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Wieder gute Kombinationen von Manos Palma, der diese Runde wieder deutlich für sich entscheiden sollte. Hat Genovese noch irgendetwas, was er uns hier zeigen kann, was wirklich aus dem Nichts hier auf uns herabprasseln würde? Offensiv wieder wenig zu sehen von Manos Italien in dieser fünften Runde. Und er müsste ja eigentlich was bringen. Nächste gute Kombination von Condori. Die Rundenuhr tickt. Und jetzt kommt er nochmal zum Schluss. Aber das reicht nicht mehr aus meiner Sicht, um sich die Runde zu holen. Eine haben wir noch im Tank, die letzte, die sechste Runde. Non scherzare mai, attenzione.
Seconds out, seconds out. Ringfrei zur sechsten und letzten Runde. Sick and final round. Die letzte Runde in diesem Kampf zumindest. Danach warten ja unsere drei Main Events auf euch. Krani, Charla, William Skull und Jack Kulka werden dann in den Ring steigen. Die zwei etabliertesten Argon-Boxer und das große Nachwuchstalent im Schwergewicht. Jetzt aber nochmal alle Augen auf Kondori, der tatsächlich hier nochmal bearbeitet wird von Genovese, aber das ist eher ein freundschaftliches Abtasten, alles auf die Deckung drauf, was der Italiener da zündet. Ja, kommt hier nochmal, also das ist ihm jetzt doch zugute zu halten, dass er es zumindest nochmal versucht in dieser letzten Runde. Aber Kondori, der in seiner Freizeit, wie gesagt, ein leidenschaftlicher Reiter ist, da auf den Hengsten auf Mallorca in der Wildnis seine Ruhe findet, der ist hier der bessere Mann gewesen. Muss sich aber jetzt auch tatsächlich dieser Schlussoffensive erwehren. Ringrichter Andreas Schweiger mal mit ein paar ernsteren Worten auseinander an die beiden Kämpfer. Die letzten 90 Sekunden in diesem Deutschlanddebüt von Farlin Kondori. Ah, schöne Rechte jetzt mal über die Deckung. Und jetzt wird es hier nochmal wild zum Abschluss. 40 Sekunden noch, klar, beide wissen. Jetzt können sie alles raushauen. Auf den Punktzetteln sollte die Sache klar sein. Kondori mit mehr Aktionen, die klaren Aktionen. Ring Generalship, wie man so schön auch im Amerikanischen sagt, hat er auch bewiesen. Also die Führung im Ring hier gehalten. Allerdings Hut ab vor Luca Genovese, der hier nochmal einiges versucht in der letzten Runde. Mehr als in allen anderen Runden zusammen. Und dadurch eröffnen sich natürlich auch Räume für Kondori. Der spanische Stier, kann er hier nochmal die letzten 10 Sekunden angreifen. Haut hier alles raus. Haut hier alles raus und hat dann direkt ein Lächeln im Gesicht. Farlin Kondori, er wollte Berlin zeigen, wer er ist. Und so ein bisschen hat er das getan. Ein erster Vorgeschmack auf das, was vielleicht noch kommt, war hier einfach zu überlegen in diesem Kampf. Um hier sein Leistungsmaximum zu präsentieren. Die letzte Runde, da hat mir Luca Genovese einfach auch vom Auftreten, vom Kampfgeist gefallen. Nach vorne gegangen, was riskiert. Die Offensive gesucht. Und damit auf jeden Fall hier nochmal bei den Zuschauern einige Sympathien gewonnen. Die hat Farlin Kondori auch sowieso, während hier Luca Genovese versorgt wird nach dem Kampf. Wie immer gibt es jetzt das offizielle Urteil von Ronny Leber verkündet. Und dann haben wir eben gleich einen richtigen Leckerbissen für euch. Krani Charla gegen Luis Marin Garcia im Schwergewicht. Das wird vielleicht der Kampf des Abends, man weiß es ja nie. Aber er hat auf jeden Fall ganz, ganz großes Potenzial. Jetzt aber erstmal hier zur Urteilsverkündung im Super Bantam Gewicht. Ja, die Fäuste sind so schnell geflogen,
Die heißt der Handschuh gleich kleben geblieben an der Hand. Jetzt ist er frei und jetzt kommt es zum Urteil. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, we have a winner. Wir haben einen Sieger einstimmig by unanimous decision. And the winner is, der Sieger ist, in Blau, Farlin Condori.